Was zum Henker, warum zielst du? Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten, wann war Enno, Navo? Navo sagt, wo es lang geht. Da bin ich überrannt von dieser Antwort. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum See runter, da hinten die Häuser. Da soll irgendwo ein Leutnant sitzen. Einer von unseren Kollegen. Mhm. Wir laufen hier bei den Zivilisten mit gezogenen Waffen rum. Das ist unglaublich. Aber die Kinder stört das nicht. Die lernen noch. Mhm. Ich glaube, die sehen das jeden Tag. Ich habe gelesen, dass man, wenn man bei Zivilisten unterwegs ist, man die Waffen nicht ziehen sollte. Doch, wir bringen denen die Sicherheit. Ab hier. Wo, hier? Ja, hier drin sollte er theoretisch wohnen. Ich markiere hier kurz. Keiner. Oder etwas. Also hier muss irgendwo unser Kumpel sein. Hola, amigo. In letzter Zeit irgendwas vom Kartell gehört. Ja. Da. Gracias. Sehr gesprächig. Ja. Mhm. Genau. Sehr gesprächig. Hast du Gebärdensprache gemacht? Ich hab keine Ahnung. Also, er hat mir irgendwas auf so meinem Handy eingetippt, das schicke ich jetzt einfach weiter an die Chefin und dann. Ja. Soll die damit klarkommen. Immer diese Taubstumm. Wir haben hier in der Nähe noch eine Medaille, die können wir uns eben holen und danach folgen wir den Zugschienen und dann Richtung Norden. Mhm. Haben wir hier nicht noch irgendwelche Informationen zu dem Kartell? Ja, im Norden. Aber erstmal können wir uns ja die Medaille gönnen. Mir fällt gerade auf, dass meine optische Tarnung meinen Schalldämpfer von meiner M4 unsichtbar macht. Aber nur den Schalldämpfer. Moment, da sind Feinde. Waffen ziehen? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich gehe einmal hinter die Mauer und guck mit der Drohne. Da, ja. Da kommt schon einer links ab. Zwei links am Zaun. Oh ja, ja, ja. Hab ihn, er ist tot. Oh. Da ist ein Heli. Besten nicht, du den Granatwerfer wieder abmachen. Rufen anscheinend Verstärkung. Ich weiß nicht, ob jetzt rufen sie nicht mehr. Hier ist ein Versorgungsflieger. Ja. Oh. Okay. Sollen wir den eben mitnehmen? Ja. Kommt drauf an, was er bringt. Den wird bestimmt ein Sicario fahren. Oh, hier auf dem Flugzeug, auf dem ja, Höhenruder nichts. Bin hier nicht unbedingt, das Ding wird verramscht. Okay, ich fahre. Oh. So. Dem geht's nicht mehr so gut. Oh Gott. Gut, eben Blick aufs Dings. Richtung Norden, einmal gerade. Ja, so sieht gut aus. Ziemlich salzig der See, wenn man sich das von oben anguckt. Ich habe gehört, dass es oben im Norden von Bolivien einen richtig großen Salzsee gibt. In der Region Camina. Das könnte ja interessant sein. Da ist ein Alpaka-Mobil. Wo? Unter uns gewesen. Ich glaube, ich sehe es in der Ferne noch. Soll ich nochmal drehen? Nee, alles gut. Nee, lass es besser, sonst kommt mir mein. So, meine Handgranate will schon rausfallen. Hey! Solange der Stift. Solange der Stift dich rausrutscht? Nee, daran halte ich sie. Ja, versuche ich sie festzuhalten, aber das geht nicht. Mein Schwerkraft stärker. Und dann blöpp und pum. Ein Hauch nach rechts. Ja, die Richtung ist gut. Schwer zu sagen, das ist über den Zugschienen, also noch ein Stückchen dahinter und dann mitten in der Pampa.
Gott, den Nord. Ich sehe das da. Ich sehe da was, was eine. Da ist gerade was hochgegangen. Ich glaube, davor ist die Landebahn. Ja, genau. Vor dem, wo das hochgegangen ist. Oh Gott, na dann. Ja, einmal durch das Tal und dann. Hat man einen guten ILS. Kommt, er ist denn da auch das Radio gekommen? Das Radio. Ich höre auch das Radio schon wieder. Ich höre es nicht. Scheint mir Tango oder so zu sein, den sie spielen. Was? Oh, Deck, Deck. Oh, Gottes Willen! Oh, das war haarscharf. Das nochmal. Gut gemacht. Aber die Rebellen werden froh über diese Ladung sein. Wir gehen. Ab in den Heli. Naja. Bei den Scheiben. Oh, nein, will ich doch gar nicht. Ich fliege. Ich kann doch gar nicht fliegen. Die Frontkamera vom Heli ist Schrott. Ich hoffe, du kannst trotzdem neu fliegen. Weaver, du kannst nur eines fliegen, so auf die Schnauze. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich dir das nächste Mal in den Arsch stelle. Welche Richtung? Südwesten. Also die, in die du fliegst gerade. Wir können das hier oben auf dem Berg direkt nehmen. Siehst du da oben das Lager? Ja. Das kann man schwer, aber sie ist sogar gerade auch dran vorbei. Dann nehmen wir das direkt. Was gibt's da? Sollen wir von hier aus ran oder? Ja, oder von der anderen Seite. Da ist ein bisschen höher für Reaper, dass er snipen kann. Oder. Ja. Wir schauen erstmal. Da ist auch ein Turm. Den könnte man vereinnahmen. Okay, dann machen wir von hier aus. Okay. Moment. So, alle aussteigen. Wir sind gelandet. Okay, ja, zur Erwartung auf beiden Türmen jeweils Personen. Der ist nervös geworden. Ziel 5 gesichtet. Scheiße, hast du den erwischt? Ich versuch's, aber Achtung, ich nicht. Die drei unten, das sind Unidad. Die sind direkt unter uns am Felsen angehalten. Die haben die Schüsse gehört. Wir müssen die Position, glaube ich, wechseln. Ja, schleunigst weg. Wir gehen hier nach links den Berg runter. Ja, uns das nicht versaut. Shit. Oh Gott. Puh, das war knapp. Geht's allen gut? Ja, noch mehr. Alle mitgekommen? Ich Aua. Bin nur hier vorne, ich bin nicht auf. Ich bin etwas weiter Richtung. Wann war. Fuß des Berges. Oh Gott. Ist unser Sunny down? Ja, war er bei dir? Mist. Keine Ahnung, wo er ist. Wo ist unser Sunny gefallen? Er war hier noch ein Stückchen den Berg hoch, glaube ich. Wenn er nicht bei dir war, Enno. Ich wüsste nicht, dass er hinter mir war. Alarm ist aus. Muss er hier irgendwo noch am Berg sein. Warte mal, von unten kann man ein bisschen besser hochgucken, dann sieht man ihn eher. Ach, da! Ich hab ihn. Okay, was ist mit Unidad? Die sind weg. Ich steh unter Beschuss. Ich kann ihn nicht aufheben. Von wo denn? Ich sehe euch nicht, verdammt nochmal da. Sniper am Turm. Ja, ganz hinten. Ich habe ihn markiert. Mir geht's aber echt nicht gut. In Deckung bleiben. Ich versuch's. Gib etwas Sperrfeuer. Marvin. Danke. So. Wir bringen hinter dir. Danke. Die Basis ist, glaube ich, jetzt auch sauber. Da haben wir es. Gottes Willen. Hier ist natürlich null Deckung. Und das war wegen dem Kartell hier. Okay, Hauptsache, die haben keine Verstärkung gerufen. Hoffen wir es. Nicht mehr zu. Okay, sieht gut aus. Ich flieg noch einmal mit der Drohne zur Sicherheit. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Zweites Ziel da drüben. Von hinten kommen welche angelaufen von der Straße. Oh ja, ich seh's. Ja. Ja. Ziel eliminiert. Nochmal 4 Stück. Unten. Ja. Oh.
Einer am Berg. Ausgeschalten. Okay, ich höre hier auch noch einen Helikopter. Der ist aber, glaube ich, eher erstmal. Okay, da kommen noch welche aus dem Lager angelaufen. Im Turm ist auch noch einer. Mindestens zwei. Das ist. So, der vorm Turm ist down. Der Heli da unten dran ist aber gefährlich nah. Ja, da oben. Warte mal. Ich habe gerade noch jemanden im Lager rumlaufen sehen, meine ich. Ungefähr, auf Position. Komplett linke Seite irgendwie da beim Heli. Aber linke Seite beim Heli. Ich finde ihn nicht mehr, kann sein Reaper sein erwischt. Hinterm LKW. Hab ihn schon okay, schließt jetzt einer auf. Hier ist noch einer, ich habe jemanden gehört. Ja. Da vorne? Genau die einen. Genau der. Hier hinten beim Heli mal schauen. Ja, ich hab das sieht da jetzt, so eigentlich safe aus. Habt ihr jetzt keinen mehr gesehen am Heli? Scheint ruhig zu sein. In den Häusern halt noch vorsichtig sein. Also vor den Häusern dürfte keiner mehr sein. Okay, zweites Haus auch sicher. Was ist das? War das einer von euch? Nein. Negativ. Vielleicht hat auch einfach nur was gebrannt. Ja, hier hinten die Kette an Zivilfahrzeugen brennt noch. Okay, das eine Haus ist sicher. Ich guck nochmal das, wo das Kreuz ist. Wenn du mich mitfahren bei dieser Kirche. Hier ist alles sicher. Okay. Ja, hinter der Kirche auch sicher. Was haben wir hier drin? Infos? In der Kirche sind Infos und eine Medaille. Hey, okay. Dann ändere ich mal meine Position. Ja, alle in die Kirche. Aber wo ist das hier in der Kirche? Keine Infos. Negativ, nichts oben. Ich bin gerade wieder blind. Also hier ist der Orden. Ach. Ja, und ich hab die Infos. Die wurden mir nicht angezeigt. Also eher blind. Gibt es einen Güterbahnhof. Das Kartell scheint ihn als Umschlagplatz zu benutzen, um Kokain aus Peru einzuschleusen. Mal sehen, ob Bormann irgendwas darüber weiß. Auch noch Peru. Mal sehen, ob Bormann irgendwas weiß. Ruft ihr auch jetzt auch mal irgendjemand an von euch? Oder? Ich hab die Nummer nicht. Nee. Mich hat Sarah auf ihre Unterdrücktliste gesetzt. Also bei Wanda könnte ich es ja noch irgendwo nachvollziehen, aber bei dir? Die Penisbilder, die ich geschickt habe, waren etwas zu diskret. Bowman? Alter! Wie tief bist du gesunken? Hat halt Langeweile. Der Paar auf den Zähnen. Wollen wir den Heli hier nehmen? Falls der noch intakt ist durch den Beschuss. Ja, der ist vor allem ist der bewaffnet. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns nämlich gleich um den peruanischen Drogenbaron. Okay. Südwesten. Direkt da unten müsste das eigentlich schon sein. Ja, da sieht man ein Lager, wo ja. In dieser Ortschaft, okay? Ja. Du weißt, in dieser Basis. 5 Türme? Oder was zähle ich da? Vorsicht, ich sehe schon einen kleinen Unterstand und eine Statue. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen das Auto klauen und es in der örtlichen Garage verstecken. Ich weiß nicht, ob wir sneaky sein müssen. Wenn das nicht in der Beschreibung steht, dann wahrscheinlich nicht. Vorsichtshalber, also, aber immer. Ja. Vorsichtshalber. Aber es ist auf jeden Fall ein Güterbahnhof, der schwer bewacht wird. Und unabhängig ist hier bestellt. Sollte vielleicht jemand einen der Ausgänge sichern? Falls ihr mit dem Auto fliehen wollen? Ich weiß nicht, ob die das Auto mitnehmen. Also wir sollten auf jeden Fall, ich würde sagen, bei der Statue da unten. Da sollten wir erstmal unseren Punkt machen, wo wir landen.
Dann können wir uns einen Überblick verschaffen. Okay, Protzkarre. Glotze nicht unterm Rock, da kannst du eh nichts sehen. Das war nicht mein Begierde. Nein! Störsender. Der Sender ist direkt vor uns, zwischen den Gebäuden. Okay. Rotman-Methode. Fernglas. Ich sehe es nicht, leider. Und für den Störsender. Ach, da ist er, da ist er. Dann hören sie, dass irgendwas irgendjemand hier ist. Aber sie wissen nicht, von wo wir kommen, weil die Drohne ist... Ja, aber bevor wir nicht dort mal das Auto lokalisiert haben, da hinten sehe ich einen LKW. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Alarm hier drüben. Ja, außerdem haben sie eine Alarmanlage. Das könnte ich ja mit einem EMP ausschalten. Du könntest du auch den Stromgenerator lokalisieren und den mit einer EMP ausschalten. Das stimmt wohl. Wobei, welche Drohne wollt ihr denn bitte schön einsetzen? Das Ding ist ein Drohnenstörgerät, also stimmt, mit welcher Drohne wollt ihr denn da hinfliegen? Ist ja schön und gut, dass ihr die Ideen habt, aber es klingt ein bisschen unlogisch. Okay, dein anderer Vorschlag, Mörserbeschuss? Ach Gott. Ist ja noch auffälliger. Außerdem ist dann Kollateralschaden. Das hier ist eine Feindbasis, das dürfte nur weniger Kollateralschaden geben. Nicht, wenn es das Auto ist. Ja genau, dass wir das Auto treffen. Reaper, kannst du die 2 ausschalten? Zwei. Rechts im Turm. Ach, da. Hast du vielleicht gleich ein Türmchen, was du in Beschlag nehmen kannst, wenn dir der Berg hier nicht reicht? Tango getötet. Ich glaube, Enno Wanwa, ihr könntet, glaube ich, von links am besten rein, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ist halt schwer mit ohne Drohne zu sagen. Warten wir noch. Drück mal zum Turm vor. Ich mach mal einen großen Bogen, dass ich den Eingang links einsehen könnte. Der südliche Eingang, damit wir uns korrekt einig sind, oder? Ja, südöstlich der Eingang. Südöstlich, ja. Schlecht. Ein großes Tor ist zu. Da kommen wir nicht rein. Das ist ja. Wir könnten allerdings über die Felsen, genau. Genau, über die Dächer. Ich glaube, ich sehe auch den Stromgenerator. Ja. Ja, ich auch. Direkt hier unten, ne? Da kommen wir dann auch gut rein, Enno, zum Stromgenerator. Okay, das ist eine gute Idee. Dann seid vorsichtig, wenn ihr über die Dächer reingeht. Ich glaube, der Einzige, der hier unten am Heli patrouilliert, ist die 1, aber ich bin mir unsicher. Wartet, okay. Waffenkiste entdeckt. Wir haben ja durch. Oh, hier ist direkt ein Geschenk für uns, Enno. Ja. Wir haben ja durch diese neue Prototyp-Technologie ein bisschen advanced Technik. Oh, kleines Sturmgewehr. Das scheinbar auch nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Ja, ist halt wahrscheinlich ein Prototyp, ne? Irgendwo redet hier einer. Hab hier bei mir vor mir im Turm ein Tango. Ich bin jetzt bei dem Helipad. Also ich glaube, den kannst du ausschalten, Enno. Ich sehe keinen in der Nähe. Ja, ich auch nicht auf dem Helipad. Ich kann jetzt beim Generator rein, theoretisch. Okay, geh rein. Sollte die Hochspannungsdinger meiden. So, der Strom ist aus. Sehr gut. Ich schick die Drohne los. Oh, dass die jetzt nicht nervös werden? Ja, noch ist das Ding zu. Das Schloss. Ich hoffe, die denken sich einfach, ist es ein Ausfall. Vorsicht, die 1 kommt irgendwie sehr zielstrebig auf euch zu. Ja. Ich sehe den Wagen. Die ist die ganze Zeit schon leicht nervös. Ja, der patrouilliert sehr offensichtlich. Ich bin mehr oder minder hinter ihm, ein ganzes Stück bei dem Lieferwagen hier unten, falsch, bei dem Jeep. Weil der Turm bringt ihm rein gar nichts. Okay. Achtung, Zug. Hier ist kein Zug. Ja, das ist ein Stückchen entfernt. Da ist die 5.
shit happens. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Ich höre allerdings Schreie. Ich könnte. Okay. Kann sein, dass der Zug gerade die ganzen Geräusche hat unergehen lassen. Ich hoffe es. Aber eine Person in dem. Da ist einer nervös, da rennt einer. Ich könnte den erledigen für dich. Hab ihn, er ist tot. Das ist, glaube ich, ein Zivilist, der da rennt. Nee. Das ist ein Leutnant, der da rennt. Verhören oder töten? Reaper, dir nähert sich eine Person. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, meine Elektronik spinnt. Markierungen sind alle weg. Ja. Kann ich bestätigen. Okay. Ich habe ihn verhört. Ich versuche jetzt mal wieder irgendwo hinzugehen, wo mich keiner sieht. Scheiße, war das knapp. Versuch die Markierung neu zu setzen. Ja. Das ist dir wohl kurz ein Reset gehabt. Hm. Achtung, Reaper, da ist einer direkt bei dir am LKW. Ich befinde mich in einem Container. Ich habe sie dir als 1 markiert. Ist mittlerweile bekannt, welches Ziel das Zielfahrzeug ist? Bei der 3 kommt eine Person raus auf euch zu, seid vorsichtig. Ja, ich sehe das, ich sehe die Person. Es muss irgendwie eine protzige Karre sein. Ein Sportwagen. Ja. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Ich suche auf dem Gelände mal nach dem Wagen. Hier steht wieder so ein geländefähiges Auto. Ja, ich nehme mal an, so ein Sportwagen. Steht hier halt sehr verdeckt. Das müsste bei dir da sein, Reaper. Ist das der hier, der, wo ich drin sitze? Möglich. Ja, das ist, sieht gut aus. Na super. Gelände. Mal mitfahren? Ja, negativ. Ich muss ja gleich mit raus. Ich könnte ja wieder das Dach raus, ja. Kannst du die 4 ausschalten? Jetzt oder noch warten? Jetzt. Ziel eliminiert. Sehr gut. Ist die 3 in der Kommstation alleine? Ja. Schussbefehle? Warte. Nee, da sitzt noch einer neben. Okay. Der hat ein bemaltes Gesicht, okay. Jetzt sind 4 markiert, die sitzen nebeneinander. Wo ist denn die Position des Fahrzeugs? Soweit ich sehe, mittlere Halle an einem der Ausgänge. Ich stehe mehr oder weniger direkt daneben des Zielfahrzeugs. Gegenüber dem Helipad. Das ist gegenüber dem Helipad. Große Halle. Ach, da, ja, okay. Ich kann den Wagen halt sofort rausfahren. Ja, gut, Tag, ich bin hier. Geländewagen ist meine Spezialität. Ich fahre. Steig ein und fahr direkt links rum durch das Tor. Rechts rum, Entschuldigung. Okay, und jetzt da einfach geradeaus. Sehr gut. Solange das Tor offen ist, ich weiß nicht, können. Enno, wann war, könnt ihr raus? Ich bin bei Reaper. Okay. Dann ich würde bevorzugen, denselben Weg rauszunehmen, wie ich reingegangen bin. Nicht, dass mich vorher noch einer entdeckt. Okay, das ist auch gut. Spielst du mal Navi, wann war? Guck mal auf die Karte. Ich muss auf die Karte. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Rechts abbiegen. Oder seid ihr da jetzt schon zu weit auf die Straße gefahren? Da ist gut. Der Straße Hauptsache folgen. So, bin jetzt wieder auf dem. Ach so, da. Bin jetzt bei dem Fels versprochen. Bin hier direkt hinter dir. Sportwagen für die Zusammenarbeit versprochen. Falls ihm das Auto vorher. Wollen wir einmal kurz die Kiste? Ja. Sorgen Sie dafür. Du kannst dem Straßenverlauf bis zum Ende folgen. Okay. Ja. Und schnappen wir uns mal einen Wagen in der Nähe. Oder den Heli. Achso, der Heli, ja. Ja, der ist ja noch intakt. Das ist gut. Beziehungsweise. Nee. Sobald wir das erste Mal Schienen kreuzen, nicht mehr, aber das dauert noch. So. Probleme oder was soll dieses Nein, mein Partner hat die Straße verlassen, deswegen. er hat einfach Osten. Panik, weil er mein Licht selbst fahren soll.
Ja, weil ein Fahrer ohne Fahrerlizenz fährt. Ich habe einen Führerschein. Ja, aus welchem Land? Dasselbe hatten wir ja schon mal mit Bandwagen. Aus dem richtigen Land. Okay, jetzt kannst du eigentlich Richtung Süden fahren. Die anderen sollten das ja eigentlich alleine. Was, einen österreichischen Führerschein dann? Ach so, das ist da nicht geradeaus, ja, dann rechts. Okay. So, auf der Karte aus geradeaus. Und das ist ein Hund! Ah. Ich glaube, ich habe ihn. Warum hast du den Hund jetzt erschossen? Ich wollte den Chinesen was zu essen bringen. Oh Gott. Ich enthalte mich. Ich auch. Da vorne die Stadt am See, da müssen wir. Okay, direkt in die Stadt? Ja. Also wir müssen quasi ans östliche Ende der Stadt. Mit anderen Worten, die seeabgewandte Seite, da wo die Zugschienen sind, aber sollten wir, könnten wir auch zu Fuß gehen im schlimmsten Fall. Okay, dann pack genau ich den hier. Ja, das passt ja, dann packe ich den Heli mal hier oben auf dem kleinen Plateau. Mhm. Sind wir doch auf der richtigen Strecke? Ja, ja, noch haben wir nicht die Schienen gekreuzt. Ja, mit Gegner zu rechnen? Ich glaube nicht, aber ich ist immer schwierig zu sagen. Da stand einer auf der Straße, hat sich selbst mal Ansichten, meine Füße. Ja, passiert schon. Ich sehe momentan nur Zivilisten. Euch ist klar, dass das hier ein Stützpunkt des Kartells ist? Ich weiß nicht, wo du langfährst. Du musstest gerade rechts. Ja, rechts. Ja, ich fahre da lang, wo man es mir sagt. Wenn man zu mir sagt, du fährst geradeaus, dann fahre ich nach Süden. Was genau bist du da, wo ich war? Du musst nochmal zurück. Nach Süden. Hier jetzt nach links oder was? Okay. Fahr mal parallel links in das Dorf, was du da unten links siehst. Im Süden. Was unten am See? Ja. Jetzt nach Südosten durch die Stadt durch. Aber ja, fahren wir irgendwie in die Stadt rein. Genau, mach das mal. Passt schon. Und jetzt so gut es geht nach Osten. Einmal kurz anhalten. Moment. Wollt ihr den Leutnant nochmal befragen? Ja. Wir haben einen Heli über uns, einen feindlichen. Hola, amigo. Irgendwas über das Kartell gehört? Ach, der kann auch wieder nicht sprechen. Die Santa Blanca Auszeichnung sobald. Gracias. Viel Glück. Ist das vielleicht ein Verwandter von dem? Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind verwandt. Und weiter von. Links. Und dann der Hauptstraße folgen. Nach rechts. Naja gut, was ist hier die Hauptstraße? Ja, eher rechts. Und hier ist das. Was ist denn das für ein Pfiff? Wo ist das Auto rein? Ich nehme an in der Garage. Ich glaube hier Tankstelle ist das. Der Helikopter. Kann den einer wegmachen? Hab leider keinen Sniper. Oh Gott, ich werde beschossen. Man war weg, nur nicht, dass der Wagen hochgeht. Sehr gut. Okay, der ist 50 Meter von uns entfernt runtergekommen. Noch ein Heli. Oh, der fliegt weg. Was war das für ein Heli, der bei uns war? Das bei uns war ein Kartell. Ach ja, dann. Kartell. Dann ist es ja nicht so dramatisch. Geht's dem Auto noch gut? Im Auto geht's blendend. Im Gegensatz zu unserem Fahrer kann ich fahren. Was?
Du hast ziemlich viele chaotische Sachen gemacht bei der Fahrt. Ich habe überhaupt keine chaotischen Sachen bei der Fahrt gemacht, sondern ich bin einfach nur... Es steht hier Aussage gegen Aussage. Ja, ja, deine Aussage, ne, also, pass auf du, wenn du heute Abend schlafen gehst. Vielleicht hast du eine Granate unter deinem Bett. Dasselbe habe ich gerade gedacht. Hier wird nur mit Tatsachen gehandelt. Eine Lernversprechen. Hm. Sieht's aus? Ist der richtig geborgt oder? Ja. Scheint mir so, ja. Damit sind wir durch. Okay. Wir gehen jetzt hier auf die Zugschienen einmal und dann Richtung Norden. Gehen wir das wirklich? Alle da? Bin ja. Hinter euch. Informationen sammeln steht an. Ich glaube aber, unseren Marsch über die Zugschienen machen wir dann mit der nächsten Speicherkarte. Das können wir natürlich machen. Mhm. Daneben Pause. Alles klar. So, gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, die Fahrkünsten und die komische Boden-Aerobic von Vanva lassen wir einfach mal außen vor. Wir wissen, wer besser Auto fahren kann als er. Also die beste Fahrkunst seht ihr auf Mr. Vanva LP. Tschüss. Ciao. Tschüss.